Echt? Aus ja, Zürich? Ich wohne in Zürich. Ja, kommt aus Zürich und gönnt sich auch in Deutschland noch beruflich die Kässpätzli. Okay, ich höre schon auf. Ich höre schon, das war der Letzte. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction am Mittwoch. Ganz kurz, wer meine Reactions gern mal sieht, für den habe ich einen Link in der Infobox. Auf meinem Drittkanal, Maxitrillion, gibt es 2 Reactions täglich. Und alle sollen das halt einfach angucken. Also unbedingt erster Schritt sofort in die Infobox, abchecken, Maxitrillion, abonnieren, Glocke, einstellen, einschalten, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Und da am Start sein, Freunde. Reactions, Reactions, Reactions. Ich will heute auch gar nicht länger quatschen, weil diese Reaction auf die Pornodarstellerin dauert lang genug und es sind danach noch einige Patienten am Start. Verpasst auch die anderen nach der Pornodarstellerin nicht. Eins sage ich noch vorweg, Freunde, nicht vergessen, in 3 Wochen geht's los. Ja? Meine Kollektion Liberty and Justice von M&M ist endlich am Start. Und Freunde, wer sich was anderes als Balenciaga und High Fashion Quality erwartet, ha, der wird ziemlich überrascht sein, liebe Leute. Also das ist das, was wir liefern. Jetzt will ich aber auch gar nicht mehr länger quatschen, weil weitere Infos gibt es in den nächsten Videos. Jetzt zur Reaction. Here we go. Dann schauen wir rein zu Leon. Da immer wieder interessante Leute vor der Kamera. Wie viel ist dein Outfit wert? Pornodarstellerin mit 62.729 Euro Outfit. What the fuck? Here we go. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen, Leon. Servus. In dem Kanal. Heute sind wir wieder. Noch zu wärmeren Temperaturen ist natürlich praktisch, wenn man eine Pornodarstellerin vor der Linse hat, weil wenn die so komplett eingepackt ist wie Katja Krasavice in seinem Video, macht das Zuschauen halb so viel Spaß, oder? Vor allem, da wird wenig dabei sein, das blickdicht ist. So viel kann ich schon mal sagen. Wieder in Hamburg unterwegs und checken ein paar Outfits. Aber ich bin gespannt, was wir so finden. Und dann würde ich sagen, Leute, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Bis gleich. Wie heißt du? Snow White. Snow White. Also, von dem Namen habe ich noch nie was gehört. Völlig unbekannt. Könnte ich auch an ihrem Merch jetzt erlesen, dass es sich hier um die Snow White handelt. Wie wir sehen, eine natürliche Schönheit, die auf Schminke und Schönheitsoperationen eher verzichtet. Also hier ist alles Natur pur, wirklich nur auf ein Minimum zurückgehalten, dezent der Schmuck und die Tätowierungen auch. Zu dem Merch haben wir hier noch eine Tasche, weiß ich nicht, vermutlich Chanel oder so, oder gut, naja, Chanel sage ich jetzt mal. Und da der Fendi Sportanzug. Spannend! Snow White. Mhm. Das ist ja ein außergewöhnlicher Name. Ja, das hat damit zu tun, dass ich Erwachsenenfilme drehe. Erwachsenenfilme? Ja, ja, also die Assoziation von Snow White und Erwachsenenfilmen, die ist ja, sieht man ja sofort, oder? Das ist ja sofortige Verbindung. Macht Sinn. Ja. Ach so. Aber alle nennen mich so. Ah, alle, das ist so dein... Auch die Freunde. Ja, Snow White. Ich habe es jetzt extra nicht in der Tonlage gemacht, in der ich es ursprünglich vorhatte. Dein Nickname? Ja. Ja, okay. Okay, Snow White, ich muss sagen, du hast ein cooles Outfit an. Danke. Lass uns mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, gerne. Ich würde sagen, wir starten mal bei den... Aber was jetzt, auf das Outfit, oder? Den Schuhen, was haben wir da? Das sind von Fendi. Fendi? Ja, passend zum Trainingsanzug. Schuhe, genau. Ja. Ich glaube, die waren 750, ich weiß nicht. 750 ja. Euro, wo hast du die her? Direkt bei Fendi? Ja, vom Daddy bekommen. Vom Daddy bekommen, der hat sich gekümmert. Ja, ja, direkt. Im Alster Haus? Ja. Okay, sind die bequem? Ja, sehr. Leute, ich darf nicht zu viel klopfen. Sind die bequem? What the? Hört ihr das? Jetzt ist wieder alles normal. Gott sei Dank. Echt jetzt? Ja. Okay. Dachte ich nicht. Erstmal dachte ich so, die werden bestimmt unbequem sein, ja. Aber voll. Weil die teuren Schuhe jetzt Gucci, Louis Vuitton. Mit Gucci habe ich Probleme. Mit Gucci hast du Probleme, ja. Okay. Ich habe ja. Mit Valentino auch... Ja, Eye-Tracker, weil ein paar schreiben, Leute, das hätte da absolut gar keinen Sinn. Ich bin viel zu sehr auf ihr Gesicht fokussiert, weil da auch schon genug passiert. wisst ihr, was ich meine? Also von dem her, hab's noch nicht weiter geschafft. Probleme, die ja. Sind auch relativ unbequem. Nee, die okay. Sind ganz geil. Okay, was haben wir noch? Hose, zeig mal ein bisschen die Kamera. Fendi Jogginghose. Ja, ich weiß nicht, der ganze Jogger, da habe ich noch die Jacke dazu. Ja. War 1200. 1200? Ja, schon teuer. Also hätte ich damals meine Mama gefragt, ob sie meinen 1200 Euro Jogginganzug kauft. Ich glaube, dann wäre ich nur mehr nackt in die Schule gegangen. Ja. Okay, und das ist so
Trägst du meistens Jogginganzüge? Nee, das ist einfach... Meistens nix eigentlich. Weil ich gerne shoppen gehe und es muss ein bisschen bequem sein. Ach so, okay. Ja. Okay, easy. Und auch direkt bei Fendi? Ja. Ist deine Lieblingsmarke Fendi, ja, oder? Ja, okay. Okay, was haben wir noch? Oberteil? Mein eigenes. Hast du dein eigenes? Ja, ja, vielleicht sogar verlinkt. Ja. Merch. Ich mache für mich selber Werbung. Ah, okay. Ja. Snowball, was? Ja, schau, aber sie gibt's wenigstens zu. Zahlt man für so einen Top? Das war von H&M, ich glaube 19. Ach so, das heißt, das ist gar nicht käuflich erwerbbar. Ganz ehrlich, stelle ich mir auch wenige Frauen vor, die jetzt mit so einem Shirt mit dem Namen von einer Pornostarstellerin herumlaufen würden. Könnt in der Arbeit vielleicht für Probleme sorgen. 19. 19 Uhr, easy. Ja, ja. Okay, was haben wir noch? Ich sehe, eine Uhr hast du? Ja, ist eine Rolex. Zeig mal ein bisschen die Kamera. Eine Rolex, okay. Eine Rolex? Ja. Sogar iced out. Na, da schau her, Leute. Pearl Master. Pearl Master, mhm. Was zahlt man für so eine Rolex? Ich glaube, ich hab das bei Watch Dealer gekauft. Das war für 28.000. 28.000. Wirklich? Okay, mit den Frauenuhren ganz speziell. Kenne ich mich gar nicht aus. Echten Diamanten? Ja, ja. Okay. Hast du mehrere Uhren, oder? Ja, ich habe noch eine. Okay. Okay, und die Uhr, hast du da keine Angst, wenn du jetzt alleine rumläufst, dass da irgendwie... Nein. Das Schlimme ist halt bei so detailreichen Tätowierungen, nach 5, 6, 7, 8 Jahren sind das halt nur mehr Kleckse. Da ist halt schade drum. Die bleibt immer an meinem Handgelenk. Ja, okay. Wirklich immer. Und die geht auch niemals aus, weil das eine Automatikuhr ist und die ständig im Handbetrieb, also die würde niemals stehen bleiben. Das sind die dankbarsten Uhren für Servicekunden. Okay, easy. Was haben wir noch? Ring? Der war 1500. Zeig mal ein bisschen in die Kamera. Ein Goldring mit Diamanten. Ja. 1500 Euro. Aber ich glaube, das ist 18, nicht 8. Passt gut zur Uhr. 10 Karat von 14, weil es ist einfach viel bequemer. Also ja. Okay, nice. Was haben wir noch? Kette. Ich kann ja gerade gar nicht sehen, ob da ein Anhänger dran ist. Nein. Achso, okay. Du kleiner Lustmolch. Nein, die war auch 3.200 genau. Euro. Ne, ist das 925er Gold oder, ich weiß oder 750er? Nicht, ja. Weiß gar nicht. Ich weiß Achso, gar okay. nicht. Nein, das habe ich in Frankfurt bei Silberberg gekauft. Okay. Auch mit dem zusammen. Ja, was zahlt man dafür? Da habe ich auch um die 1.200. Die schaut aber mal besonders aus, finde ich. Also... Nicht jedermanns Sache, ja. Also die Kette jetzt, Leute. Die Kette, das Armband. Aber interessant. Für das jetzt? Ja. Und für die Kette? 3.200. Der Kameramann lebt sein Leben. Dafür hat er jetzt 3 Jahre lang gemeinsam mit Leon gearbeitet. Für diese eine Möglichkeit. 3.200. Um wirklich da unbescholten aus dieser Sache wieder rauszukommen und zu sagen, Entschuldigung, ich wollte ja nur die Kette filmen. Das sind ja schon... relativ teure Accessoires, die du hast. Ja. Bin ich gespannt, was wir noch haben. Deine Brille? Ja, ist von Gucci. Gucci-Brille. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr, wie viel ich bezahlt habe. Warum keine... Oder geleistet. Fendi-Brille. Die gefallen mir nicht. Achso, die gefallen mir nicht. Nee, okay. Das ist nicht so meins. Wie findest du die Louis Vuitton Sonnenbrillen? Ich mag lieber Gucci-Sonnenbrillen. Gucci, ja. Sie hat keinen Plan. Hat noch nie eine Louis Vuitton Sonnenbrille gesehen. Ja. Okay. Also, ich habe noch ganz viele Tattoos. Ja, okay, die gehören zum Outfit natürlich. Tattoos, ja, sieht man. Ja, die waren auch teuer. Späte Reaktion auf ihre Videos, ja safe. Also, Freunde, wenn wir uns mehr von der Snow White ansehen sollen, dann schreibt sie mir das unbedingt rein. Ja, Tattoos, da hat man viele Zeit also, schon. Es geht ne? auf jeden Was kosten, glaubst du, Brüste und Gesicht? Gesicht ist ja eher teurer nochmal als Brüste. Also, ich bin kein Schönheitschirurg. Ich war hier ganz... Aha, okay, zieh dich aus. Nach unten? Leon gleich so, wie weit? Okay, okay. Durch und dann nach hinten. Also wenn man den QR-Code hier scannt. Was? Dann kommt man zu ihrem OnlyFans. Nein. Oh mein Kannst Gott. Du mal machen, dann siehst du alle meine... Leute, ich habe nur kurz einen wichtigen Anruf bekommen. Wir sind gleich wieder da. Nein, ist eh nix. Ist eh nix. Tattoos. All deine Tattoos, alle. Okay. Das ist, glaube ich, ich bin auch
Du musst erstmal in das Alter reinkommen, wo ich das auch gucken darf. Ne? Okay, ja, was haben wir noch? Deine Tasche? Ja, meine Tasche, die ist von Guess. Von Guess, okay. Okay, von Guess. Passt zu ihr. Ich hätte auch eine Michael Kors Tasche zugetraut. Guess. Ich glaube, die war 150. 150 Euro? Ja. Hast du auch Fendi-Taschen? Ah, ja, weil wir bei den Gesichts-OPs waren. Keine Ahnung. Die Nase wird gemacht sein, Wangenknochen, Lippen. Vielleicht noch ein wie sagt man, Lifting? Lifting, Botox. Also das Gesicht sage ich jetzt safe einmal 10K. Und die Brüste, ja, kommt drauf an, wo sie es machen hat lassen. Ich traue zu, dass sie es im Ausland gemacht hat. 4. Also gesamt 14.000 Euro Körperpreis und die Tattoos, komm mal safe, alles zusammen. Ich habe auch ein Tattoo gesehen, was sie sich machen hat lassen in einem intimen Bereich. Keine Ahnung, also 25.000 alles zusammen wahrscheinlich. Ah, der Arsch, safe, ja, sagen wir 30er. Also teurer als die Uhr. Gar nicht. Die gefallen mir einfach. Echt nicht? Wegen, ist so unmäßig. Weil es so auffällig ist, ja, das Fendi-Ding immer, ja, rein, ne? Genau, okay. Ist noch zu. Okay, nice. Du warst shoppen gerade? Ja, ich bin gerade. Bei Gucci gewesen. Am Shoppen. Was hast du bei Fendi gekauft, haben wir es wissen, oder? Das sind Schuhe. Schuhe, ja. Brauchst du nicht rausholen. Und bei Gucci habe ich noch einen Top. Die will er gar nicht sehen. Kauf. Ein Top. Was halt man dafür? Beim Top waren 390. 390. Ja. Und ist das blickdicht? Hoffentlich nicht. Okay, nice. Was haben wir noch? Deine Ohrringe? Ah ja, die sind von Tiffany. Tiffany, ja. Ich glaube, die waren auch um die 3500. Uff, das ist ja mal eine Ansage. 3500 Euro? Da muss schon einen ganzen Film oder wer weiß wie viel drehen. 3500 mit Diamanten. Kannst du mal checken. Okay, ja. Ich habe meinen Diamant-Taster jetzt leider nicht. Nein, dabei. Nein, wirklich? Nee. Ja, die ist wirklich enttäuscht. Die wollte ordentlich zeigen, dass das alles echt ist. Kann ich mir auch wirklich vorstellen. Ich wusste ja nicht. Also ohne Sarkasmus jetzt. So, also ich kann mir das schon gut vorstellen. Dass wir hier mit Diamanten ankommen. Ah, ich lasse immer so rum. Immer. Auch bei Instagram, wenn man da guckt, ich habe das immer. Ist nicht so einfach. Ich habe das immer an. Egal, wo okay. Ich bin. Arbeiten, zu Hause. Arbeiten. Ich habe es ja gesagt. Okay. Ich kann nicht ohne Schmuck, geht nicht. Ohne Schmuck, nein, ja, geht nicht. Ich fühle mich so nackig. Ja, okay. So. Das mal von einer Pornodarstellerin zu hören, dass sie sich ohne Iced Out, ohne krassen Schmuck einfach nackig fühlt. Das heißt, wenn die quasi im Winteranzug ohne Schmuck herumläuft, fühlt sich die nackiger als nackt mit Schmuck. Interessante Ansichtsweise. Alles andere ist bedeckt, so, also muss wenigstens noch Schmuck da sein. Ja, okay, easy. Okay, was haben wir noch, Snow White? Ich überlege, hier noch Fußkettchen. Fußkettchen, ja. Wichtig natürlich, Leute. Und das Tattoo ist auch schon da. 500. 500. Doch so viel, Ja, ist auch alles von Silberberg. Silberberg, okay. Eine Frage noch, du hast ja gesagt, du hast relativ viele Tattoos. Was halt man für die ganze... Silberberg, so heißt wahrscheinlich der Produzent eines ihrer Filme. Weil in Hollywood gibt es ja den Spielberg und da gibt es den Silberberg und das hat sie vermutlich gegiftet bekommen, wie die Jugend heutzutage sagt. Tattoos insgesamt, was hast du da schon bezahlt bis jetzt? Also meinen Bauch habe ich bei Harry Weiss gemacht. Ein Foodkettchen. Das finde ich nice, Leute, okay. Das war 2500, dann die Arme je waren 3000 bei Tattoo Fashion Hamburg, ja. Hier am Hafen. Rücken war auch 3000. Wenn sie das sagt, Arme kostet 5000, Rücken kostet 7000, dann komme ich mal so vor, als würde ich schon mit einer in die Verhandlung gehen. Was kostet? Wie viel kostet, was ich mit ihr machen kann? Also diese Vibes schwingen damit. Das war 500. Die Beine bin ich jetzt erst bei 2500. Na, das könnte man sich überlegen. Das ist ja schon ganz schön viel. Intimbereich war auch 1000, der Arsch war 4000. Da machen die nicht ein bisschen günstiger? Nein. Da macht es Spaß zu stechen. Nein, leider nicht. Das nächste Tattoo von Leon. Nein. Ja, leider nicht. Aber das findet man ja alles auf YouTube. Ach so. Ah, gut zu wissen. Okay, ich weiß schon, was wir als nächstes schauen. Ja. Okay, easy, gut. Dann würde ich sagen, Gesamtoutfitpreis blende ich einmal hier ein. Snow White, cooles Outfit, so ein bisschen chilliger. Ja. Ja, jetzt nochmal eine Frage. Du hast ja gesagt, beruflich Erwachsenenfilme. Hauptsächlich, also das machst du, ne? Ja, genau. Okay, okay. Also ich
Also so in dem Ausbildungsbereich wie Jus, Recht und zur Fortbildung für Studenten in diesem Erwachsenenbereich. Ich komme eigentlich aus der Schweiz. Ich bin eigentlich Schweizerin. Ah, aus der Schweiz? Aus der Schweiz, aus ja. Aus Zürich? Aus Zürich. Echt, aus Zürich? Ja, ich wohne in Zürich. Ja, kommt aus Zürich und gönnt sich auch in Deutschland noch beruflich die Kässpätzli. Okay, ich höre schon auf. Ich höre schon, das war der Letzte. Ich bin in Hamburg. Okay. Ich switche ein bisschen hin und her. Ja. Aber ich muss sagen, für meinen Beruf ist es hier besser, weil die Produktion halt größer sind. Also in der Schweiz, da gibt es gar nichts. Gar nichts? Okay. Also hier in Deutschland hauptsächlich. Ja. Okay, ja. Okay, Snow White, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Interview. Ich danke auch. möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Dein Instagram jemanden grüßen? Ja, komm. Sag uns dein OnlyFans. Also mein Instagram ist Niki_S. Habt ihr auch in der Videobeschreibung und QR-Code erscannen ab 18, ne? Ja. Wie heißt du? Ah, die Kollegin? Na, das ist jetzt eine andere. Okay. Gabriela, was geht ab? Gabriela, grüß dich. Eine Dior-Tasche am Start. Ja, ach, alles chillig, bist in Hamburg. Ja. Chillen, die Stars. Ja, okay, normal. Okay. Du so, was geht bei dir? so als hätten sie sich verabredet einfach. Gehen jetzt was trinken miteinander. Drehen, bisschen arbeiten, ne? Nein. Ja, bisschen drehen, bisschen arbeiten. Also, ja, kennen sie sich ja eh aus in dem Game. Achso, nein, ist ja jetzt doch keine Kollegin, Entschuldigung, das war erste Assoziation. Wie immer. Nice. Gabriela, auch cooles Outfit an. Hast du an heute? Lass mal bei den Schuhen anfangen, was haben wir da? Ja, weiß ich nicht. Ich finde, dass die Hose nicht wirklich gut zu ihr passt. Das sind Johns Blue. Johns Blue. Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber... Was hast du? Fritz und Franz. Bezahlt für die? 800. 800? Ja. Wo sind die denn her? X-Stock. Nochmal? X-Stock. Kennst du X-Stock? Okay, ist wahrscheinlich eine Empfehlung von der Snow White gewesen, diese Seite. Die Seite? Kennen die auch nicht. Ja. Du meinst Stock X? Ja, Achso. Scheiße, schau mal an mir. Ja, das ist gut. Nein, sorry, Stock X. Kein Problem. Ich habe die geschenkt bekommen, deswegen weiß ich nicht genau, ja. Okay, diese Hose? Die ist von Hollister, nicht so besonders, aber... So eine Boyfriend? Ja, fühle ich nicht wirklich. Passt nicht so wirklich zu ihr. Hose? Ja, genau. Boyfriend. Was zahlen wir für die? 60 Euro. 60 Euro. 60. Okay, easy going. Was haben wir noch? Oberteil? Das ist von der Kollegin Snow White auch. Das ist jetzt ihr Merch. Auch hinten OnlyFans mit dem QR-Code zu scannen. Sarah, 20. Nee, 17. Nee, 18. Nee, 19,95. 19,95. Genau. Ist sie gar nicht kalt? Geht eigentlich. Ich wollte mir gleich noch was, einen Pulli kaufen oder so, einfach auf chillig. Ja. Bisschen kühler jetzt gegen Abend. Genau, wird, ne? Ja. Okay, easy. Was haben wir noch? Eine Tasche. Dior-Tasche. Dior-Tasche, ja. Perfekt, weiß schon, wie man es macht. Wo kriegt man die Tasche her? Ja, bei Dior. Ja, das. Aber bei welchen Dior? Ich glaube, die aus Amerika. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber ja. Was zahlen wir für die? Boah, ich weiß nicht genau, aber über 1000 auf jeden Fall. Über 1000? Ja. Okay. Okay, sagen wir mal 1000 Euro für die Tasche. Genau. Was haben wir noch? Brille. Die Brille, die habe ich. Ich schwöre, ich habe sogar die gleiche oder so eine ähnliche. Was geht, Leute? Alles nice für euch? Alles easy? Die Kollegin und ich heute ganz normal am Flexen. Ein bisschen unterwegs in Hamburg. Dior-Shopping, Pullover-Shopping, man kennt's, die ist das. Für 40 Euro gekauft. 40 Euro. So ein Secondhand-Shop. Genau. Ja. Keine Marke. Ist das jetzt eigentlich Mode, dass man die Brille gar nicht richtig aufhat oder eine ganze Zeit so guckt? Ah, so? Entschuldigung, das habe ich verpasst. So. Haben wir dann noch ein bisschen weiter? So. Hatte ich nämlich schon mal jemanden im Video. Das ist Mode, ne? Ja, das ist Style jetzt. Und wenn du durch die Brille gucken willst, machst du dann so oder setzt ihn auf? Ja, nee, dann. Ich gucke nicht durch die Brille. Ich gucke immer so. Okay. Was? Echt? Okay, dann muss ich ja noch weiter runtergehen. So. Alles gut? Schaut irgendwie wenigstens so, oder? So ist nice. So kann man machen, oder? Also das ist nur Style jetzt. Ja, genau. Okay, was haben wir noch? Nee, nichts mehr. Nichts mehr. Okay, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jo. Jo. Ich grüße. Okay, möchtest du noch... Zuerst so, jo, und dann grüße. Irgendwas in die Kamera sagen? Jo. Ich grüße. Gar keinen. Gar keinen? Nö. Okay. Einfach so.
Ehrenhaft. Ehrenhaft. Einfach auf alle scheißen. Mach's gut. Einfach gar keinen. Keine Ahnung. Ich riech's mich selber. So, wie heißt du? Boah, die Arme. So, wen haben wir da jetzt? KS-Freak. Leute, KS-Freak. Snow White, ihre Kollegin und KS-Freak in einem Video. Du? Leon. Leon, was geht ab heute? Was geht? Wir machen ein bisschen shoppen. Ja. Hamburg, ein bisschen in der City. Normal. Man kennt's, normal. Auf chillig. Süß. Auf süß angelehnt heute. Auf süß. Ja, genau. Okay. Lass mal dein Outfit ab. Die Casio, die goldene Wilder Flex oder vielleicht ist es auch eine Nixon. Check, was haben wir für Schuhe? Ja, was haben wir für Schuhe? Also? Nein, schaut mal, was der Kollege da anhat. Ja? Auf süß im Kollegen-Style. Normal. Weiß nicht, 100 glaube ich oder so. 6pm Trackpants in Off-White. Oh ne, ganz jo. Entspannt, ja. Die Hose? Hose, 6pm. Ja. Weiß ich nicht, welche Kollektion mit Ozi, glaube ich, ja. Ja. Habe ich im Resale geholt, 100 auch. 100, okay. Ja, das gleiche wie ich bezahlt. Nice, was haben wir noch? T-Shirt? T-Shirt, ganz normal, Zara. Zara, ja. 20 Euro oder so. Passt, cleaner Fit. Ein Quani auf nichts Besonderes, ja. Ein Quani, okay. Sag mir, Quani, sag mir, wie viel. Das Leon, das könnte sein neuer Track werden. Okay, deine Tasche. Meine Tasche auch, Zara. Zara-Tasche? Ja, aber schlicht, passt. 30 so. Euro oder so. Okay, Pullover? Pullover, so ein Travis Scott-Pullover. Ist das Merch oder? Ja, chillig. Finde ich cool. Finde ich cool in der Kombi. Na, schönes Outfit. Nee, das ist von so einer Instagram-Seite. Ah, okay. Ah, okay. Also ein Design quasi. Ein inspiriertes Ding. Weiß nicht, 50 Euro oder so. 50 Euro. Ja. Okay, deine Uhr. Uhr, Casio. Casio-Uhr. Zeig mal ein bisschen die Kamera. Casio-Uhr. Und ein Bild. Und dazu sowas ähnliches wie Cartier soll das sein. Der günstige, alternative junge Mann hier im modischen Zeitalter. Armband. Genau. Armband ist ein Geschenk von meiner Freundin. Ach, die hat sich was kosten lassen. Unbezahlbar, ne? Okay, also hat einen emotionalen Wert. Genau. Auf Instagram inspiriert auch 50 Euro. Okay, perfekt. Ja. Okay, Leon, vielen Dank. Leute, gut abgestimmt, also von dem her kann man nichts sagen und halbwegs sympathischer Kerl. Kannst du die Kamera sagen? Ja, ich grüße noch den Reaktionsboss und die Brillgang. So. Ja, der Reaktionsboss wurde natürlich ja auch noch gegrillt, gegrüßt. Von dem her, super Sache, lieber Leute. Ja, Leute, lustiges Video heute mal wieder gesehen. Bevor wir irgendwas anderes machen, gleich mal in die Infobox, Leute, und vorbeischauen am Reaction-Kanal. 2 Reactions täglich. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr am cringigsten gefunden habt. Bis auf meine Reaction. Und was ihr am witzigsten gefunden habt. Ich kann nur noch sagen, 3 Wochen noch, Freunde, dann ist es soweit. Meine neue Kollektion von M&M, Liberty and Justice. Das war's von mir, euer Maximilian. Wo seht ihr denn her? X-Stock. Der Hammer!